Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Days Gone mit mir, dem Jan. So. Wenn ich es nicht vergessen habe, habe ich jetzt hier vor der Anmoderation quasi gezeigt, wie ich diese Horde hier gemacht habe. Ich hasse Horden. Alles verwenden. Ja. Ach du Scheiße, Dieg. Ich hab wohl das Beste verpasst. Ja. Nächstes Mal fahr ich und du kriegst die Fricke. Ja, Bruder. Okay. Jetzt einfach darüber. Gut, alles klar. Okay, das war's. Fahr zurück zum Camp. Wir treffen uns dort. Okay. Und Bußmann. Fahr vorsichtig. Was glaubst du denn? Dass ich mich in die Luft jage? Okay. MP9. Nein. Die Fähigkeitspunkte kann man eigentlich in die Tonne kloppen, weil ich das eh nicht brauche mehr. Hey Dick, hörst du mich? Hey Ricky, was gibt's? Ich muss noch ein bisschen am Laster rumschrauben. Ich sag Bescheid, wenn er fertig ist. Danke. Bereit, wenn du es bist. Willst du das echt machen, Dick? Sie kommen, Ricky. Es sei denn, wir schlagen zuerst zu. Du hast recht. Okay, Ricky, Ende. Okay. Schnellreise dorthin. Dann mein Bike auftanken. Munition kaufen. Waffen kaufen, vielleicht bessere. Mir fällt gerade auf, dass ich Schrott brauche. St. John, wie geht's dir? Baz, wie ist das Camperleben? Da, so gut wie neu. Wir sehen uns. Dick, wie geht's meinem Beutejäger? Blair, wie geht's dir?
Ah, doch, eine neue Waffe. Okay. Das sollte gehen. Bitteschön. Okay. Gute Wahl. Ja, gut. Yep. Na gut. Hey, Deke. Pass auf. Deke. Lange nicht gesehen. Blair, wie läuft's? Einmal kurz hier speichern. So. Hey, Deke. Vor ein paar Wochen haben wir so ein Nest. Ich mach dir auf. Alles scheint bereit zu sein. Ja. Ricky hat das hier für das Lenkrad gebaut. Wir fahren direkt vor ihre Tür. Springen und tschüss, Miliz. Okay, willst du das wirklich machen? Ich meine, das ist eine ganz schön weite Fahrt mit nur einem Arm. Arschloch. Hör zu, Busa, wir wissen beide, dass wir wahrscheinlich nicht zurückkommen. Ja. Das spart mir wenigstens den Rückweg. Scheiße, ja, ich will das. Oh, nur eine Sache noch. Nur echte Biker würden so eine Kamikaze-Aktion durchziehen. Nur wir. Yep. Ziehen wir es durch, oder was? Auf jeden Fall. Sieht aus, als würde Ricky doch noch kommen. Was geht ab, Deke? Schöne Jacke. Steht dir echt gut. Ricky, Addie... Das ist echt toll, aber Busa und ich, wir müssen uns um was kümmern. Spricht sich rum. Du hast mehr Leute erreicht, als du dachtest, Deke. Ich sag's ja, du schaffst das nicht allein. Das ist verrückt. Oh, keine Sorge. Sie tun es nicht für dich. Sie tun es für ihn. Alles klar. Hört zu. Der Plan ist einfach. Busa und ich schlagen am Nordtor zu. Wir jagen es in die Luft. Und dann werden sie alle zum Südtor rennen. Und ihr müsst dann einfach Ricky folgen. Ja? Sind wir bereit? Was ist mit euch? Seid ihr bereit? Hört zu. Ich funk dich an, wenn wir bei der Brücke sind. Wartet, bis es soweit ist. Okay. Dann mal los. Wie, ich fahre nicht mit dem Bike. Alle Zeiten sind echt Hammer, ey. Zeit! Wir haben nur einen Versuch, Kumpel!
Bowser. Los, hol dir deine Lady. Bowser, warum bist du nicht gesprungen? Du hättest springen sollen. Bowser. Oh mein Gott! Oh Gott, verdammt, Bowser. Oh, verdammt. Ich werde jeden einzelnen von euch Dreckskerlen eigenhändig umbringen! Ich bin verletzt! Hilfe! Ich blute! Bitte, Hilfe! Komm schon. Sarah, ich muss zu Sarah. Endlich, verdammt. Da sitzt noch einer. Ich habe immer noch keinen Schrott. Halt durch, Sarah! Ich bin fast da! Alles klar. Wasser! Hä? Ich brauche Wasser! Ich werde jeden einzelnen von euch Dreckskerlen eigenhändig umbringen! So, hä?
Wieso wurde das denn jetzt alles wieder zurückgesetzt? Sarah! Sarah! Ich muss zu Sarah! Ein Spezialtrupp, verdammt! Du musst mich nicht aufhalten! Komm schon, du verfluchter Bastard! Arche! Ich muss irgendwie zur Arche! Hey, ich versteh's nicht. Verriegelt! Na los, zur oberen Höhle! Los jetzt! Los! Geh da hoch und platzier die Ladungen! Ich sagte, geh verdammt, los! Los geht's! Los! 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 Oh, Skizzo, dieser verfluchte Dreckskerl, Skizzo. Ich komme, Skizzo. Okay, du willst es also auf die harte Tour. Ich muss irgendwie auf den Gipfel, ich muss irgendwie da hoch. Flammenwerfer! Scheiße, scheiße! Oh, ich muss irgendwie an diesen Kerlen vorbeikommen. Irgendwie Money oder so. Scharfschütze, der muss auf dem Turm sein. Ich muss ihn ausschalten. Ich muss ihn irgendwie ausschalten. Ich muss irgendwie an den vorbei. Okay, habe ich hier oben was? Scharfschützenmunition oder so? Bin gleich da. Komm schon, weiter, weiter.
Kann nicht sein. Mein Güte. Ricky, hörst du mich? Dick? Wir haben sie! Wir haben sie! Dick? Dick? Ricky? Ricky? Oh, mach ihn die Hölle heiß, Ricky. Brenn sie nieder! Ah, geschafft! Endlich. Halt durch, Sarah! Oh, Scharfschützen, verdammt! Da sitzt doch einer, oder nicht? Nee, der ist K.O. Ist tot. Leg meinen Zahn zu. Scheiße, soll ich uns etwa in die Luft jagen? Gott verdammt, hörst du das? Beeilung. So, alles bereit. Okay, wie viel ist das? Genug. Dann zurück zum Colonel. Na los. Captain Sarkozy, bitte melden. Wir... Wie viel Sprengstoff haben Sie platziert? Captain, wir hatten einfach nicht genug Zeit. Was? Scheiße! Wie viele? Drei, Sir. Okay. Ich gehe zu Viva und hol mir den Zünder. Sie bewachen den Eingang, verstanden? Hier darf keiner rein. Ja, Sir. Verstanden, Sir. Hier kommt keiner rein. Und einen anderen Kanal benutzen. Der wurde vielleicht geknackt. Ich muss sie entschärfen. So.
Okay, verdammt. Wo sind die anderen? Skizzo, du verfluchter Mistkerl. 3 Sprengsätze. Die muss ich finden. Ich komme, Skizzo. Warte auf mich. Weil den kann ich nicht mit einem Schuss wegmachen, ne? Okay, okay. Hier ist die zweite. Hat man gar nicht gesehen, da wirklich. So, okay, das sollte gehen. Jetzt noch eine. Eine muss ich noch finden. Fast geschafft, Skizzo. Fast geschafft. Hier ist sie. Vorsicht, Vorsicht. Oh, das war's. Puh. Das war's. Sorry. Heute jagst du hier gar nichts in die Luft, Skizzo. Heute nicht. Wo versteckst du dich, hm? Willst mir wehtun? Ja. Okay.
Plünderer. Der verdammte Zünder! Wirklich, Mann! Ihr lasst mich hier nicht zurück! Viva, wir befolgen nur Befehle. Es muss nun mal so sein. Verdammt, wo ist er? Viva! Wo ist der Zünder, Mann? Gib ihn mir! Skizzo, du lässt ihn besser gehen. Ja! Dieser So! Hey, hey! Ich bin nicht. Weaver, Sie müssen sofort hier weg! Los, los! Hier kommen Leute aus dem Nordtor raus! Los! Du bist ein verdammter Sturkopf! Weißt du das? Ich weiß, was du getan hast, Deke. Ich weiß es ganz genau. All die toten Ripper. Oh ja, du hast sie ersäuft, als wären sie verdammte Ratten. Du hast der Welt einen Gefallen getan. Aber Iron Mike hat das anders gesehen, oder? Ich will, dass du eins weißt. Ich wollte den alten Mann nicht töten. Wirklich nicht. Ich wollte es ehrlich nicht, Dick. Aber ich hatte keine Wahl. Ich wollte ihn zur Vernunft bringen. Aber er sah es nicht ein. Er hörte mir nicht zu. Du willst mich unbedingt umlegen, ja? Hm? Dass du mich bis hierher verfolgst? Du bist ihretwegen hier, was? Richtig? Ach ja, du bist ihretwegen hier. Dann habe ich schlechte Neuigkeiten. Deacon St. John. Als Corey dich geholt hat, hat das dem Colonel ganz und gar nicht gefallen. Nein, Sir. Er hat sie erledigt. Zerquetscht.
USA? Scheiße, Leia. Wer ist da, Mann? So, bringen wir es hinter uns. Jetzt! Wenn wir mal wieder ein bisschen Money gebrauchen. Weiß ich nicht, ob ich Money bekommen habe. Du mieses Arschloch! Ich spreng dich um mit meinen bloßen Händen, hörst du mich? Stand da unten. Du mieses Arschloch! Ich bring dich um mit meinen bloßen Händen! Hörst du mich? Nein! Nein! Verdammt! Stirb, verdammt! Es gab mal eine Zeit, da hätte ich dich nach draußen gezerrt. Nein. Und ich hätte dich den Freaks überlassen. Aber hey. Das werde ich nicht tun. Willst du wissen, warum? Weil sie dich zerreißen. Stück für Stück. Aber weißt du was? Sie hätten keinen Spaß dran. Ihr alle, ich weiß, was da draußen los ist. Da draußen, jenseits der Arche. Aber es ist da draußen. Wir sind sicher hier drin. Uns kann nichts passieren. Hört ihr mich? Gott hat diesen Ort geweiht. Das ist heiliger Boden. Uns kann nichts geschehen. Uns kann nichts geschehen. Ich weiß nicht, wann oder warum, aber ich sah etwas. Vor einem Monat oder so, ich spürte etwas. Etwas, das ich lang nicht gespürt hatte. Und ich weiß, dass viele von euch vielleicht ebenso empfunden hätten. Ich glaube, dass wir einfach... Deacon? Geben Sie mir Ihre Waffe.
Lassen Sie sie gehen, Colonel. Es ist vorbei. Die Miliz ist erledigt. Möchten Sie einen Tee? Aber natürlich. Sarah, schenken Sie dem Drifter einen Tee ein. Die Arche war unsere einzige Hoffnung. Das wissen Sie natürlich. Nach der Säuberung der Welt hätte sie es uns ermöglicht, das alles wieder aufzubauen. Es war alles hier. Geschützt. Gerettet durch Gottes Gnade. Das Einzige, was uns fehlte, war ein Klavierspieler, nicht wahr? Das ist jetzt unwichtig. Wenn alles weg ist, wird keiner mehr da sein, um Musik zu hören. Sie haben uns vernichtet. Sie haben unsere Arbeit zunichte gemacht. Nein, Colonel, das waren Sie, als Sie diesen heiligen Krieg begannen. Wenn ich wählen müsste, zwischen Ihnen und den Freaks, dann nehme ich die Freaks. Denn wenn die Freaks töten, dann wollen sie einfach nur essen. Und sie töten keine wehrlosen Frauen. Nein! Was ist das jetzt? Oh mein Gott. Hey, wo ist Boozer? Er ist tot. Warum holst du dich etwas Wasser? Okay. Hey, könntest du da ein Sanitätszelt aufstellen? Hey, da drüben ist der Höhleneingang. Da sind Vorräte und Verbände. Nimm dir ein paar Männer und los. Du, na los. Ricky! Eddie! Lass ihn, er ist tot. Hier drüben, helft mir mit ihm. Vorsicht! Ich kann helfen. Ich bin Ärztin. Es ist vorbei. Alle die von der Explosion nicht erwischt wurden, haben einfach aufgegeben. Wo ist Boozer? Ricky, ich brauche Hilfe hier drüben. Das Südtor, los! Ricky! Ja. Wie kann ich dir helfen? Hey! Ist noch was für mich da? Boozer. Sorry, bin spät dran. Nein. Ja. Nein. Ich bin gesprungen. Nein. Verdammt. Kurz vor dem Ende der Brücke, ja. Ich hab doch den Schock. Nein. Diese Druckwelle, die war selbst unter Wasser heftig. Das war meine Fahrt. Was? Dachtest du, ich hätte mich selbst hochgejagt? Und wer würde dich da noch verarschen? Na, ich. Hey! Oh! Hey! Kleine Schwester! Oh. Naja, lange Geschichte. Also, ich hörte, jemand hat nach dir gesucht. Naja. Er hat von nichts anderem geredet. Ja, es, hör nicht auf ihn. Es war wirklich eher seine Idee. Ricky, Eddie, wer bringt mich jetzt aus diesem Drecksloch raus? Thank you.
Nimm sie, Bruder. Ich habe gehört, Sie wollen das alles hier wieder aufbauen. Der Colonel hatte nicht nur schlechte Ideen, bis auf die total verrückt. Der Zweite, der mir das sagt. Wer noch? Corey? Weißt du was? Scheiß auf den Typ. Hey, er ließ uns im Stich. Ohne ihn wären wir alle tot. Wie du meinst, Mann. Ich glaube, wir versuchen es nochmal ohne diesen Armeechef. Hey, die verpassen meine Rede. Ja, das kann ich verkraften. Bruder, wir haben es geschafft. Du hast es geschafft. Ah, Mann, weißt du, ich muss zugeben, dass ich kurz dachte, du würdest da... Mich in die Luft jagen? Ich sagte doch, ich habe noch zu tun. Zeig's ihnen, Bruder. Ja, dann mal los. Jack wäre stolz. Hast es geschafft? Wir haben es geschafft. Komm her. Siehst du? Gutes geschieht, wenn man eine Kerze anzündet. Naja, das war eher ein Lagerfeuer. Stimmt. Super! Ich bin schon sehr gespannt auf deine Rede. Ach, komm schon. Das wird auch keine Rede. Okay. Ma'am. Oh, shit. Es reicht jetzt damit. Was ist los? Warum werden alle so still? Oh, ja. Sie warten auf dich. Dein Stichwort. Danke. Ich weiß, wir haben hier viel wieder aufzubauen. Also fasse ich mich kurz. Ich bin kein Anführer. Ja, klar. Ganz egal, was ihr sagt, bin ich nicht. Wie du das willst. Aber ihr habt hier heute was geschafft. Wir haben hier was geschafft. Wir haben gemeinsam gekämpft. Nicht, weil irgendein Arschloch das befohlen hat. Nein, sondern weil es das einzig Richtige war. Und wisst ihr was? Wir haben gewonnen. Ihr habt gekämpft. Für den Neuanfang. Ihr habt gekämpft, um Leben zu retten. Für andere. Für ihr Überleben. Ihr habt alles geopfert, was ihr hattet. Alles, was ihr seid. Um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Seht ihr? Darum sind wir noch hier. Darum sind wir noch hier. Denn wenn wir nicht mehr hoffen auf ein besseres Leben oder auf eine bessere Zukunft, wofür kämpfen wir dann? Ist hier Iron Mike, er sagte mir mal, dass wir die Welt formen durch das, was wir tun. Ha? Was haben wir getan? Ha? Und was werden wir tun? Seht ihr das? Dies ist der erste Schritt. Ich dachte, du wolltest keine Rede halten. Ja, ich hab's versorgt. Und wie war ich? Weißt du, es war okay für einen Outlaw-Biker. Outlaw-Biker, hä? Bist du abfahrbereit, meine Dame? Ich weiß nicht, kommt drauf an, wohin geht's denn? Wohin auch immer wir wollen. Ladezeiten machen alles immer kaputt. Know that we're bleeding.
Was? Nach weiß ich nicht, 5 Jahren habe ich das Spiel auch mal durchgespielt. Ach ja. Die erste Folge kam am 26. April 2019. Und dann habe ich, weiß ich nicht, 3 Jahre irgendwann Pause gemacht. Habe ich. Elf Folgen aufgenommen. Und am 4. Mai 2019 kam die 11. Folge raus. Dann habe ich nochmal bis zum 5. Mai 2020 gewartet, habe dann wieder von vorne angefangen. Das ging dann bis 13. Folge am 29. Mai 2020 und dann habe ich irgendwann gedacht, komm, ich spiele jetzt mal weiter und zwar am 10. April 2024 und jetzt habe ich es durchgezogen. Würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
know what tomorrow may bring. The one who lies next to you could be a memory. I've idolized, I've memorized your face, just in case the need lasts me eternity. It's a shame that it ain't enough for me. Life's for the live, I won't be given up. 'Cause you taught me how to, you taught me how to love. Take all I cherish, beat me till my body's numb. Life's for the living, I won't be giving up on you, on you, on you, on you. Should've known, should've tried to hold on. I never left your heart where it don't belong. If the wind would change, bring you back again, my love. Come hell or high water, we would rise above. You are what I believe in, you are enough. Oh, life's for the living, I won't be giving up. Oh, you taught me how to, you taught me how to love. Take off.